wir wollen uns heute mal die Gehälter erhöhen. Wir haben hier eine Tabelle, da stehen unsere Mitarbeiter drin und hier die Gehälter vor der Erhöhung und es soll eine Gehaltserhöhung geben von 2,47%. Und die wollen wir berechnen. Wir gehen in die Zelle D7, geben ein Gleichheitszeichen ein, weil wir eine Berechnung durchführen wollen und nehmen uns das Gehalt aus der Zelle C7 und das müssen wir multiplizieren mit dem Prozentsatz von 2,47%. Geben das Sternchen ein und jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Wir müssen die Zelle C18 wieder festhalten, damit die beim Kopieren nach unten der Formel nicht auch mit verschoben wird. Das machen wir mit der Funktionstaste F4 und dann haben wir hier wieder die Dollarzeichen, eines vor der Spalte C und eines vor der Zeile 18. Dann können wir das bestätigen und haben erstmal hier berechnet die 2,47% vom Gehalt. Das macht eben 61,76 aus. Und nun wollen wir ja das Gehalt nach der Erhöhung ausrechnen. Das heißt, wir gehen hier nochmal mit der Funktionstaste F2 in die Zelle, in die Formel hinein und addieren jetzt das alte Gehalt dazu und dann kommen wir auf diesen Wert und jetzt gehen wir wieder hier auf das Quadrat, bis das Kreuz erscheint und kopieren uns die Formel nach unten. Und dann haben wir das für alle Mitarbeiter berechnet. Jetzt wollen wir noch die Gehälter aller Mitarbeiter, also das Gesamtgehalt aller Mitarbeiter berechnen und dazu gibt es eine Funktion in Excel. Wir sind hier in dem Reiter Start und da haben wir hier eine Schaltfläche, nämlich das Summenzeichen. Wenn wir das anklicken, dann wird hier automatisch die Funktion Summe übernommen und Excel gibt uns automatisch schon einen Bereich vor, der oberhalb dieser Funktion steht. Das ist hier C7 bis C14. Das ist aber zu viel, deswegen klicke ich hier in die Zelle C7 und lege den Bereich hier nochmal neu fest. Und dann haben wir hier C7 bis C13, können das bestätigen. Und dann haben wir die Gesamtgehälter pro Monat aller Mitarbeiter hier drin zu stehen. Und jetzt wollen wir das auch noch für die Jahressumme berechnen. Der Chef ist hier kulant, der gibt wahrscheinlich Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Deshalb nehmen wir jetzt die Gesamtmonatsgehälter aus C15 und multiplizieren die einfach mit 14 und dann haben wir die Jahresgehälter aller Mitarbeiter. Und dasselbe wollen wir jetzt nun auch für die Gehälter nach der Erhöhung tun. Jetzt könnten wir ja wieder hier mit der Funktion Summe arbeiten. Wir können aber auch, weil wir das hier eben getan haben, einfach die Zelle nehmen und hier rüber kopieren. Dann haben wir hier den Bereich von C7 bis C13 und hier sehen wir, haben wir den Bereich von D7 bis D13. Er hat also den Bereich hier mit kopiert. Und dasselbe machen wir dann auch für die Jahressummen. Und jetzt wollen wir noch berechnen, wie hoch der Mehraufwand pro Jahr nun ist. Das ist einfach. Dann nehmen wir hier die neuen Gehälter und ziehen davon die alten Gehälter ab. Und dann bestätigen wir das und kommen hier auf eine Summe von 4.583 Euro. Das ist also die Gehaltserhöhung, die anfällt für alle Mitarbeiter pro Jahr. Okay.